Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Human Resource Machine. Mit dabei ist der Tim. Hallo da. Ja, du bist wieder da und bist heute stolz auf mich. Ende. Mhm. Ich habe mir das Video angeguckt. Und? Fast ganz. Und habe gehört, dass du gehofft hast, dass ich stolz auf dich bin. Ja, ja, aber das soll ich dir noch kurz zeigen. Weißt du warum? Ich habe sogar noch, finde ich, versucht zu optimieren. Und mir wurde gesagt, ich soll hier irgendwas wegmachen. Ich glaube, Memory. Ja, genau. Ja, mach einfach Memory weg. Warte mal. Das haben die geschrieben, glaube ich. Ich glaube, wenn ich probiere es mal ganz kurz. Aber ich glaube, das habe ich schon mal weggemacht. Weil ich habe unten so ein Finisher-Move gemacht, das hier, Add 15. Weil so brauche ich den Memory nicht mehr. Denn ich mache das einfach nochmal Plus oder sowas. Und dann war das so krass. Achtung. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss ich da oben einfach wegmachen. Und dafür glaube ich auch Copy to Count. Ja, gucke. Hat geklappt. Einfach alles wegmachen. Und jetzt ist optimiert, oder? Optimiert, ja. Ja, guck. Ja. Gern und geschehen. Laufzeitoptimierung. Auch, guck mal, Alter. Ja, perfekt. Das war die Folge. Wir hoffen, dass euch gefallen hat. Dass wir das endlich geschafft haben. Ja, wir machen heute das letzte Rätsel erstmal. Dann haben wir das Spiel durchgespielt. Und die anderen sind halt solche, ja, Nebenquests. Die machen wir auch. Ja. Hey, schauen Sie sich dieses neue Büro an. Zusammen haben wir es auf der Karriereleiter weit gebracht. Vielen Dank, ich bin wirklich zur Beaufsichtigung geeignet. Sie sind in dem, was Sie tun, auch nicht schlecht. Was auch immer das ist. Also, sind Sie bereit? Ja, Mann. Sortieren Sie die Inhalte. Hast du schon probiert? Nee, das ist so vorgegebener Code, glaube ich. Hä, als ob? Das war beim letzten Mal auch da, glaube ich. Hä? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es noch nicht probiert, ne? Okay, also ich weiß nicht, was das ist. Ich habe nicht mal die Sache gelesen. Sortieren Sie die Inhalte jeder neu terminierten Kette in der Inbox von klein nach groß und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Für jede Kette wiederholen. Okay, das ist ja klar. Wir müssen einen Code schreiben, der uns... Oh, yo, Buchstaben. Aber, hä? Konnte man Buchstaben mit... Ah ja, subtrahieren konnte man, aber addieren nicht, ne? Hallo? Du kannst Buchstaben mit Buchstaben? Nee, aber Buchstaben nicht mit Zahlen. Ach, okay, aber brauchst du auch nicht. Ja, also, wird wahrscheinlich immer eine 0 sein und dann eben eine Zahl oder Buchstaben. Aber hier ist ja auch eine 0 oder ist ein O. Ach, hier ist ja. Wieso ist blau? Das ist ein Buchstabe, ne? Oh. Ich verstehe jetzt das Spiel. Nice. Ja, okay. Ja, und das war halt wirklich schon da, ja? Ja, ich kenne das nicht. Also wirklich nicht. Ja, ist das denn gut? Auch nicht, ja? Nein! Als ob ich den Code einfach so schreibe und den einfach so da lasse. Ja, also sollen wir das lassen oder soll ich das wegmachen? Ich weiß es nicht. Ja, lass halt. Nee, wir machen es weg, oder? Warum? Nee. Ja, das ist aber halt so ein komischer Code. Was anderes machen wir auch nicht. Wir machen. Ein Counter, wir holen uns das, ne? Eine Zahl. Ja, guck mal, ich hätte auch Counter hingeschrieben, wenn du das meinst. Okay. Und dann wissen wir, ein Objekt ist drin. Ja, gut, das, was das macht, ist halt, es legt alles erstmal dahin. Was und zählt zwar hoch, ne? Erstmal okay ist, aber ich würde, glaube ich, direkt sortieren. Hä? Der hat sogar schon Jump is Zero drin? Das verstehe ich wirklich nicht, warum das schon da steht. Ja, moin. Ach, und ab dann sollen wir jetzt coden. Ach so. Ach, wahrscheinlich, weil wir sowas ja schon mal gecodet haben, um hierher zu coden. Ach, ich check's nicht. Ja, okay. Und ab hier fangen wir an zu vergleichen. Wir müssen einen Algorithmus schreiben, der irgendwie die Sachen vergleicht. Ja, also ich würde es nicht so machen. Wie die hier? Oder wie ich gesagt habe? Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Wenn wir da drunter anfangen, dann müssten wir halt eine Kette, die schon da liegt, sortieren. Ja, ja, wir sollten direkt sortieren, oder? Genau. Hätte ich auch gesagt. Ja. Ach, ich baller kannst das. Nee. Ja, gut. Spaß gemacht, ich kann cheaten. Was soll ich? Ja, mach ganz zurück. Ach, so. Warte. War noch was? Da war doch was. Okay, dann ich mach alles weg. Nein, was machen wir hier? Warum? Weil ich sonst nichts checke. Ja, okay. Wir machen okay. Inbox. Also, was ist die Aufgabe? Wir legen sortieren. Die 88 hin. Wir legen die 33 hin. Lassen die sortieren, denke ich. Also machen subtrahieren und gucken, welche Größe ist. Die größere legen wir nach rechts. Links. Nach rechts. Wenn wir. Von klein nach groß? Okay. Ich würde sagen, ja, also von groß wir nach klein. Von groß nach klein ist sinnvoller. Wenn schon etwas da ist, vergleichen wir die Zahl, die wir haben, von vorne nach hinten mit jeder Zahl, die schon liegt. Ne, von hinten nach vorne machen wir. Wir machen es andersrum.
was auch immer. Okay. Und wenn die Zahl, die wir in der Hand haben, kleiner ist, wenn wir von hinten nach vorne, willst du? Wir machen 0 ist groß, 24 ist klein. Also, hä? Ja, jetzt von den Kacheln sozusagen. Links oben ist klein, rechts wird es größer. Warum? Andersrum habe also, ich ja, gesagt. Von mir aus. 0 ist groß und dann wird kleiner. Ist ja auch egal. Leg einfach erstmal was hin. Okay, zeige ich dir jetzt. Ich mache Inbox. Copy-Tool. Nee, ich mache das ja. Genau, Copy-Tool. Doch, Copy-Tool. Ein Index, den wir dann hochzählen. Und dann machen wir. Nee. Das erste ist ja direkt Copy-Tool-0. Ja, wir können auch. Ja, warte mal. Ich mach mal. Also, das machen wir uns weg. Ich mach jetzt hier. Du hast das Ding Index genannt. Soll ich das hier. Index. Ist Index Counter für dich? Ja. Okay, dann schreibe ich. Ja, weiß ich nicht. Doch. Count. Ich kopiere mir die 0. Alter. Ja, copy from, so meine ich das eigentlich. Copy from 24. Bitte. To dem da. So. Okay, jetzt haben wir schon mal das, was eben auch in dem Anfangsteil schon stand. Okay. Sehr gut. Dann machen wir Inbox. Copy to 0. Bump Count. Inbox. Ne, wir können es auch anders machen. Copy to. So, Copy to Count. Copy to 1. Dann bumpen wir ja hier. Dann jumpen wir hoch. Dann, was machen wir, dass wir das nur einmal machen? Ja, jump mal hoch. Ich will aber eigentlich nur einmal jumpen. Und ich zeig dir was. Was? Und so macht er das ja. Was ich jetzt ändern würde. So macht er das ja jetzt immer. Wow. Mach mal Stopp. Ja, okay. Ich beweg die Maus. Ich beweg die Maus. Okay. Okay. Okay, Lag-Veranstaltung. So. Ja. Ja, genau. Und die 51 ist jetzt ein gutes Beispiel. Ja, also hier unten steht jetzt unsere Anzahl, die da oben drin ist. Und wir vergleichen jetzt die 51 mit der 94. Wie wollen wir nochmal sortieren? Also links ist groß und rechts ist klein. Ja. Okay, dann vergleichen wir mit der 51, merken, okay, die 51 ist kleiner. Dafür brauchen wir noch eine andere Variable, die eben Index heißt oder was auch immer. Gehen dann also mit dem Index 1 hoch, sind dann auf Kachel 1. Vergleichen die 51 mit der Zahl, sehen dann, okay, die 51 ist größer. Das heißt, wir speichern die 14 anstelle der 51, legen die 51 hin und machen mit der 14 weiter. Nee. Bis wir eben bei einem Wert angekommen sind, der größer als Count ist. Oder größer oder gleich Count oder so. Und legen da dann eben die Zahl hin, die wir in der Hand haben. Und so sortieren wir. Ich verstehe dein Anliegen. Ich glaube, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es andersrum, glaube ich, gemacht. Ich hätte 51 jetzt geguckt. Guck mal. Ich hätte das hier irgendwie minus 1 gemacht, okay? Ich sehe nicht, wo du bist. Also Count hätte ich minus 1 gemacht. Oder halt einfach noch einen gemacht, dass der aber immer 1 hinten dran ist. Dann hätte ich gesagt, ich hätte ein Algorithmus-Pärchen gemacht. Das ist immer so ein Zweier-Pärchen. Zuerst vergleiche ich die 2, also jetzt in dem Fall vergleiche ich die 2 und die 1. Okay, wenn da was Negatives ausfällt, mache ich einen neuen Algorithmus für, also negativ, weil ja dann 14 minus 51 ist ja negativ, das heißt 51 ist größer, wandert nach links, dann hätte ich einen Tauschalgorithmus geschrieben, der... Ja, ich weiß, was du meinst, und aber würde ich nicht so machen. Okay, sorry, Diva, Alter. Tut mir echt leid. Allein aus dem Grund, dass das erst geht, wenn man schon 2 Zahlen hat. Ja, und jetzt gehen wir nicht auf die... Okay, ich weiß, was du aber, glaube ich, meintest. Ich mach mal das hier, okay. Ich mach mal das hier und nenne es Vergleichsindex. Oh, Junge. Was? Was ist das? Was ist was? Der Vergleichsindex. Was soll das sein? Das ist der
Der dann mitzählt. Also der, ich vergleiche die Zahl mit 0. Aber für mich ist halt Index und Counter das gleich, deswegen hätte ich gerne einen Vergleich da drin. Vergleich? Ja, egal, mach mal. Int, das schreibe ich hier oben aber noch für mich klein. Oh. Vergleiche. Alter. Vergleiche. Und zwar ist es der. Ich zeig's dir. Wir legen jetzt die Zahl hier hin. Und die plus 1. Dann kommt die 15. Frage. Vergleichen wir die zweite Zahl direkt mit der ersten jetzt, weil du gesagt hast, ja, klar. Wir können das erst machen, wenn zwei liegen. Ich hätte auch gedacht, wir legen die zuerst. Aber das stimmt schon. Aber wir vergleichen eine neue Zahl mit jeder einzelnen Zahl, die da irgendwo liegt. Dann machen wir. Aber wir können. Dann ist das erste ist immer ein Sonderfall. Weil sonst würden wir die erste Zahl miteinander nicht. Nee, die erste ist auch kein Sonderfall. Ist auch kein Sonderfall, aber da passiert halt nichts. Da wird nichts verglichen. Weil wir schon bei einem. Dann stürzt aber ab. Weil Index schon größer gleich Count ist. Wir vergleichen halt immer, ist unser Index kleiner Count? Wenn ja, dann vergleiche. Wenn nicht, dann legt die Zahl einfach hinten dran. Ja, moin! Okay. Ich mach. Copy to count. Also ich habe jetzt schon mal zwei Nullen hier unten. Dann mache ich das da. Digga, ohne Scheiß, es ist so schwer, deinen Plan da zu folgen. Vor allem, wenn ich halt einen ganz anderen Plan. Ja. Guck mal, du willst, dass ich jetzt nämlich schon vergleiche, ne? Den Count und Index. Dass ich jetzt in dem Moment bei Stufe 3,5 sage, so, wir machen 0 minus 0 und gucken, was rauskommt. Ja. Ja, beziehungsweise. Nein. Nee, du könntest die Inbox schon nehmen und irgendwo zwischenspeichern. Okay, stimmt, zwischenspeichern. Ja, müssen wir auf jeden Fall, weil wir die Inbox dann mit den Zahlen vergleichen, die da oben schon stehen. Werden. Nee, mach Memory halt. Memo. Okay. Dann. So, Inbox und dann Copy to Memo. Copy to. Dann haben wir aber viele Schritte, aber das macht überhaupt nichts. So, und dann kannst du vergleichen. Und dann vergleichen wir. Und zwar, das weiß ich nämlich nicht, wie das genau geht. Wir nehmen. Nimm das Index auf und subtrahier es Count. Ich überlege gerade, wie Copy from. Da muss ich das so. Ja, beide Male muss ich den ohne Klammer machen. Count von Index und guck, was rauskommt. Dann mache ich schon mal if 0, if negative, oder? Beziehungsweise kann ich ja 1 weglassen. Nee. Copy to nur if 0. Ja. Wenn es 0 ist, dann machst du damit weiter, dass du die Zahl in Memory einfach speicherst. Was mache ich, wenn also ich... Spring hinter den Jump und speicher die Zahl in Memory. Also du nimmst Memory auf, speicherst an der Stelle Index. Oh Mann, Tim, es macht keinen Sinn. Ich check's wirklich nicht, was du jetzt schon wieder von mir willst. Ja, dann kann ich sie erklären. Ja, dann erklär. Aber sag nicht jetzt, sag jetzt. Ja, guck! Jetzt sag! Digga, du machst so viele Begriffe und. Hör auf, Index irgendwie Index zu nennen, sondern nenn den Vergleichszähler oder sowas. Aber das ist ein Index. Ja, guck mal, moin, also wir haben jetzt gerade 0 mit 0 verglichen. Ja. Ja, diese beiden Zahlen da unten sind dann gleich. Wenn wir fertig sind eigentlich, dann ist die genau, Zahl... Genau, wenn wir unsere Zahl in Memory, also unsere neue Zahl mit jeder einzelnen können. Zahl... Genau, wenn wir die mit jeder einzelnen Zahl verglichen haben. Ja, okay. Ja, und da wir noch keine Zahl in unserer Kette haben, oben, ist das direkt der Fall. Ja, okay, aber... Warum habe ich dann hier Copy to 0 stehen? Und weil ich nehme, ich soll ich dann Copy from nochmal Memory machen? Ja, klar. Ach so, ja. Okay. 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 So, zack. Okay, dann nehmen wir die nächste Zahl. Ich verstehe. Aber wir können hier. Wollen wir hier mit einem Jump arbeiten? Nein. Wo? Jetzt hier von, also 13 zu
4 hoch zu dem Inbox? Ja. Ja. Und war das eine Frage? Von dir? Ja, von mir. Okay, dann machen wir Inbox. Ist ja logisch. Und dann gucken wir. Ich guck mal, was passiert, okay? So. Achso, vorher müssen wir ja, noch genau, den Count erhöhen, ne? Genau, das meine ich. Nee, ich. Dann machen wir. Heißt, den Bump erhöhen wir hier den Counter. Count. Ja, Count ist unsere Linie der Kette oben. Warte mal, ich schaue es mir nochmal an. Ja, aber allein schon jetzt bin ich hier ein bisschen Copy to Count, Bump Count. Also ich bin mal gespannt, was passiert, wenn der If Zero rauskommt. Das 9 und 10 ist halt noch alt, das ist falsch. Hallo? Was ist? Achso, 9 und 10 ist falsch. Ja. Ah, okay. Ja, okay, dann. An der Stelle bin ich cool damit. Müssen wir jetzt unseren Wert in Memo mit dem Wert in Indexvergleicher vergleichen. Okay, wir müssen copy from 1 höher den Wert von Memo. Oh Gott. Copy from Memo mit dem Wert von Vergleicher, aber der drauf dabei ist. An der Adresse, genau, an der Adresse. Okay. Ja, also genau, Sub-Adresse. Adresse. Oh, das war jetzt ein Fehler. Und dann, if zero, nein, nicht if zero. Aber ich schaue es mir kurz mal an. So, er nimmt sich jetzt die 0, er kopiert die erstmal schön hin, das macht er ja fein. Dann speichern wir die 70 ab. Gucken wir, ob wir weitermachen. Ja, wir können. Jetzt machen wir Count 1 hoch. 23. Sprechen wir, legen die dann da hoch. Ja, okay. Ja, das ist eine negative Zahl gewesen. Und wir wollen jetzt sortieren von klein nach groß oder groß nach klein? Groß nach klein. Das heißt, wenn die Zahl negativ ist, dann können wir einfach überspringen. Dann können wir einfach weitermachen, weil die Zahl, aber trotzdem die wir in der Hand haben, auslegen, ja. Rechts davon. Also machen wir rechts davon gelegt werden muss. Das ja, genau. Heißt, warte. Negative und nee, oben 10 hier hin. Springe ich copy to nee, from memo. Nee. Copy to muss ich neu machen, ne? Ja. Ja, ganz nach unten und dann müssen wir Index bumpen. Warte. Indexvergleicher bumpen. Davor. Copy from Memo. Warum Copy from Memo? Weil ich ja die Zahl nehmen muss und wir die ja dann hinlegen. Oder haben wir die noch in der Hand? Achso, genau. Also Bump, Indexvergleicher. Wir haben die Bump. Zahl nicht mehr in der Hand. Nee. Und Copy dann from nochmal Copy from Memo und dann machen wir copy quasi von vorne weiter. So, oder? Was? Nee, wo liegt der die denn hin? Wir müssen die auf den. Erstmal gar nicht. Wir müssen dann mit der nächsten Zahl vergleichen. Mit der Zahl an Stelle 1. Oder mit dem Buchstaben an Stelle 1. Ja, wir gehen ja die komplette Liste durch. Und vergleichen Memo mit jedem einzelnen Element aus unserer Liste. Ja, das hätte ich doch auch. Ich glaube, das hätte ich auch gemacht. Ich weiß es doch nicht. Aber was hast du jetzt unten gemacht? Sag ich nicht. Ja, gar nicht, oder? Doch, copy to irgendwas. Ja, nee, das ist doch Schwachsinn. Schwachsinn raus. Schwachsinn. Ja, was soll ich so machen? Und zwar an der Stelle springen wir zu dem, was hinter Inbox steht. Oder gehen wir nach oben? Inbox, copy to Memo, copy from Count, genau. Hinter Copy to Memo springen wir. Hinter Zeile 5. Dann kannst du mal Play machen. Okay. Ja, 0. 91, Achtung. Ich glaube, die kommt auf Stelle 0 erstmal. Siehst so, du? 21 ist kleiner, also sollte das rechts eingeordnet werden. Negativ. What? Warum minus 1? Beim Plus natürlich. Wo steht Bump minus? Hier. Da unten. 17, ja. Plus Index Vergleicher.
Kann man die eigentlich nicht ändern, die, nee, die da drin stehen? Habe ich auch gerade versucht. So, 15 ist kleiner, also rechts davon. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, cool. Ja, wir speichern an Stelle 0, ne? Wir müssen natürlich an Stelle Count speichern. Wo habe ich gespeichert an 0? 14. Oh. Copy to Index. Index Count. Oh ja, meine ich ja. So, jetzt klappt das. Jetzt klappt es halt so lange, die Zahlen, die wir bekommen, kleiner sind als die davor. Also solange es einfach nur hinten angelegt wird. Also wird das jetzt nicht funktionieren. Ja, hat schon nicht funktioniert. Hä? Doch. Nee, hä? Weiß nicht, was gerade passiert. Okay. Und wenn es negativ ist... Warte. So, noch kurz an. Mhm. Okay. Guck, jetzt wird wieder ein Fehlschlag, ne? Genau. 49? Also 49. Okay, wir müssen... Nee. Wir müssen Index wieder resetten. Das haben wir vergessen. Index ist ja jedes Mal neu, bei jedem Inbox. Warte. Den resetten wir, indem wir... Warte. Kann ich ja nicht einfach... Nee, copy to memo. Nee. Das später optimieren. Nein, nein. Ja, aber wie soll ich den jetzt sonst resetten? Dass ich den nicht... Muss ja auf 0 gesetzt werden. Ja, aber an welcher Stelle meine ich? Also ich weiß schon, wie ich das mache. Aber... Ganz unten einfach. Hey, Form Jump einfach. Copy from memo. Nee, was ist das denn? Nee, nee. Nee, falsch. Da, wo wir Count bumpen. Nee, mach das rückgängig. What? So? Achso. Copy from 24, copy to 0, ja. Nee, copy... Ja, eben auf Count dann, oder was? Weil das macht doch gar keinen Sinn, Index. Oder? Index. Den Ach so. Index wollen wir auf 0 setzen. 24, copy to... Index. Ich schaue mir das mal kurz an. Das heißt, bei jeder neuen Zahl wird der Index wieder auf 0 gesetzt. Weil wir ja von vorne anfangen wollen zu vergleichen. Kleiner kommt also nach rechts. Dann wird Index auf 0 gesetzt. Dann geht es mit der 63 weiter, die vergleicht halt mit der 77. Da klappt das auch noch, weil die 63 kleiner ist. Ach, Vergleich so, dann mit okay. der 20. Ja, ja. Müsste in dem Fall jetzt okay. die 20 zwischenspeichern und die 63 hinlegen. Warte mal. Oh, guck mal, wie schnell ich jetzt schon hier bin, ne? Okay, warte. Ach, ich sehe ja den rechten Schritt jetzt gar nicht, warte. Dann nimmt er hier die 63. Und hier. Ne, ist positiv. Ja, genau. Negativ. Und wenn das positiv ist, jumpen wir momentan einfach zurück. Dazwischen muss noch was passieren. Ja, dann machen wir... Copy to... Memo? Korrekt? Nee. Die Zahl brauchen wir auch noch. Noch ein extra Speicher. Ja. Ja. Nenn ich das Speicher. Speicher. Oh Gott, ey. Hä? Ja doch, passt. Copy to Speicher. Und eben dann... Genau, dann nehmen wir Zahl Memo auf. Liegen. Lass mal anschauen. Ist das noch dieselben Zahl? Ja, ne? Nee, das ist falsch, was wir gerade gemacht haben. Wir haben ja die falsche, wir haben ja irgendeine Subtraktion in der Hand gerade. Warte, jetzt, ne? Ja.
Achtung, jetzt nimmt er sie. Guck, wir haben irgendeine Subtraktion in der Hand und legen sie dahin. Ja, dann würde ich mal YOLO oder Dolos sagen. Oh nee. Die müssen wir davor auch noch zwischenspeichern. Ja, wie wollen wir das machen? Ja, mach doch einfach vor Sub, mach doch einfach Copy to Speicher. Nee, dahinter das Sub. Und du kannst es kopieren. Egal. Copy to Speicher. Und dann das in Zeile 13 kommt weg. So, wir haben jetzt unseren Memo in Speicher gespeichert. Dann speichern wir das, was an der Stelle Index ist, in Memo. Das wird unsere neue Zahl, die wir gleich vergleichen. Also copy from, also nach if negative, copy from Speicher. Nee, sorry, copy from Index. Aber Betrag. Adresse, genau. Ja. Und dann, das wird in Memo gespeichert, also copy to Memo. Copy to Memo und dann das, was in Speicher steht, muss dann an die Stelle Index. Also danach copy from copy from Speicher ohne Adresse. Oh, ich check gar nichts. Ja, du wirst es gleich sehen. Ja, cool. Ich hätte es gerne gemacht, wie es ich wollte. Ja, aber das ist ja... Okay. Ist doch egal. Dann wird, das Spiel geht euch darum, dass man irgendwie Albert Einstein Index des ITs wird. Was? Hier? Copy to an die Stelle Index, genau. Oh Gott. Okay. Index. Ja, mach mal Play. Okay. Okay. Ja, Starkey. Nicht so schnell. Okay. Ja, hab gar keinen für optimiert, nicht ansatzweise. Aber ihr macht das nicht so schnell, dann siehst du, was passiert. Ich check da nichts mehr, ne? Ich check schon vom Ablauf her, aber vom Code halt nicht. Deswegen, ich guck mir den Code an und denk mir so, ja moin, wir haben im Code keine Notizen geschrieben und so. Das fuckt alles gerade ab. Ich check wirklich nada. Ja, aber dann guck zu. Also, wir vergleichen die 52 mit der 75. Mach einfach mal Stopp gleich. Oder ich kann mal führen, ja? Okay. Ich drücke, ja? Ja. So, wir haben die, also das, was in dem Memo steht, ist das, was wir gerade rausgenommen haben aus dem Input, ja? Und wir vergleichen gerade die 52 mit allen Zahlen, die oben stehen, mit der 75 und der 30. Mit der 75 haben wir gerade schon verglichen, ja? Mhm. Jetzt vergleichen wir mit der Zahl, die hier an der Stelle 1 steht, also die 30. Okay. Bedeutet, wir machen... Ja, wir überprüfen erstmal, das checke ich auch natürlich. Ja, dann nehmen wir die. Ich verstehe schon, der Code ist halt, keine Ahnung. Wenn du es selbst nicht gecodet hast und es fühlt sich nicht so an, als wenn ich es selbst gemacht hätte, ne? Nee, hast du aber. Ja, ich hab's halt mit hingezogen. Deiner Hand. Ja, okay, so, ich war jetzt ist das halt positiv. Ja, das heißt, wir nehmen uns das, was hier steht, die 30 und speichern es in Memo. Und nehmen das, was hier steht, die 52 und speichern es in 1. Ja. Das heißt, ja, und dann ist es quasi so, als hätten wir gerade erst die 32 aufgenommen und haben dann 75, 52, 30. Und sobald dann eine 0 kommt, müssen wir das alles nur in die Outbox packen. Dann ist fertig. Dann alles wiederholen. Ja, und dann müssen wir halt... Okay. Wir halt ein Memo weitermachen. Was ich jetzt nicht gecheckt habe, ist, warum was der mit der 30 gemacht hat. Kann ich mal kurz angucken. War auch nicht ganz richtig, was passiert. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht. Warte. Okay, dann vergleichen wir jetzt mit der... So, stopp. Ja. Habe ich. Und an der Stelle müssen wir halt nicht die 0 nehmen. Warte, wir haben jetzt... So, wir haben jetzt die... 38 da drin. Nee, ist ja noch falsch. Genau, jetzt dann. In der vor dem genau, und an einfach der Stelle müssen wir nicht da oben weitermachen.
Sondern, oder wo, ja, führt das hin? Sondern über Inbox halt, ja, genau. Stelle. Copy. Genau, an der Stelle. Mhm. Und ja, das hätte ich auch noch fixen können. Ich finde, ich glaube, meine Idee wäre verständlicher gewesen. Viel umständlicher vielleicht. Dass du hinlegst und dann immer zwei miteinander vergleichst? Ja, genau. Und dann eben, wenn ich es richtig oder falsch habe, dann eben so ein schöner, also ein hässlicher, naja, schöneren Tauschalgorithmus, letztendlich im Ablauf, aber halt Code wahrscheinlich nicht. Jetzt vergleichen wir damit nochmal. Nice. Ja, also dauert halt ewig, aber sollte trotzdem. Ja, dann wird es halt hingelegt. Und da müssen wir nur noch vergleichen. Das, was wir als nächstes nehmen, eine 0. Ja, dann speichere alles in der Outbox. Yeah. Quasi hier. Machst du? Wir springen und dann mache ich Outbox, aber wir machen das über. Kannst du mal kurz hochscrollen? Also wir müssen von ganz nach oben, Aufgabe. Von klein nach groß, also von rechts nach links in unserem Fall. Ja, dann machen wir einfach Counter minus, also Outbox. Ja, genau. Den Copy from Outbox Bump Negative Counter Jumpen hier und if zero Inbox Negative. Ach, ja, 0 ja auch, stimmt. Warte. F negative 0. Und dann wieder resetten. Ach, ganz oben, ne? Ja, ja, genau. Was ist das schon unten? Was ist? Was ist das schon unten? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es echt gerade nicht. Ja, aber kann sein. 57. Nochmal verglichen, das ist richtig dumm. Das ist richtig. Können Anweisungen komme ich schon nicht mit einer leeren Kachel auf dem Boden nutzen. Okay. Ja, dann müssen wir davor schon noch Bump minus machen. Ja, genau, abziehen. Dann ziehe ich das einfach hier hin. Und dann passt es, oder? Bump minus, oder? Ja, nee, dann, und, aber dann müssen wir nochmal checken, ob 0 ist. Nee, dann müssen wir statt negativ. Ah, ja, okay. Ah, ja, stimmt. 0 ist. Wir es davor dann machen. So. Achtung. Mega easy. Jump with zero, was? Ja, dann müssten wir halt. Hey, out, warum habe ich das auch da unten? Hä? Warte mal. Komm, ich schon ja hier natürlich erst, oder? Hä? Ich habe aber. Moment, zeig mal was unten. Ich habe da was ganz Komisches gemacht, fällt mir gerade, glaube ich, auf. Also erstmal Bump. Bump in die Hand nehmen, copy ja. From an der Stelle Count. Ich muss dir auch Bump in die Hand nehmen. Und das wird aber nicht 0 sein, was da steht. So aber. Genau. Aber. Nehme ich bei Bump den in die Hand, ja, ne? Aber dann if negative. Nein. Bei Bump minus minus. Und wenn das doch eine 0 ist, müssen wir das erstmal in die Outbox packen. Okay, wie weißt du, wie wir das machen? So. Zero und negative. Easy. Nein, mach das weg. Ja, ich weiß. Scroll, scroll. Ja, zero weg. Achtung.
Muss die 0 eigentlich auch in die Outbox? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Oh, jetzt kommt die nächste. Guck mal, jetzt kommt ein Ward. Ja, chillig. Also er vergleicht halt unendlich oft, ne? Nein, nein. Doch. Also ja, aber halt fast unendlich. Doch, häufig. Ja, er vergleicht auf jeden Fall einmal viel zu viel. Ja, einmal zu viel. Weil er zweimal die gleichen Zahlen miteinander vergleicht. A, B, C, D, E, F, E, H, E. Ja, okay, aber wie viele auch noch kommen? Alle nur. Da kommt gar keiner. Null mehr, was? Ja. Ja, wir können da jetzt noch eine Viertelstunde zuschauen, glaube ich, ne? Ja, was machen. Hä, das kann doch nicht wirklich das sein. Hä? Guck mal, da kommt eine Null und da kommt noch. Hä? Als ob? Warum so lange? Die wollen sich. Kann man das vielleicht viel einfacher machen. Die wollen sich ganz, ganz sicher gehen, dass wir es richtig haben. Ja, man kann das eigentlich schon viel schneller machen. Ja, sag ich doch. Ja, guck mal. Schon allein, dass wir jedes Mal den Speicher befüllen, ist dumm. Das könnten wir erst dann machen, wenn wir sehen, die Zahl. Ja, ja, genau. Müssen wir neu aufnehmen. Ja, dann, wie gesagt, vergleichen wir sobald. Wir eine Zahl aufnehmen müssen, vergleichen wir die doppelt. Das ist dumm, aber sonst ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, Alter. Ich sitze jetzt hier schon 10 Minuten, ne? Wissens. Ja, ich sag, mein Code wäre schöner gewesen, Tim. Glaube ich nicht. Naja, glaube ich auch nicht. Aber meine wir können ja viel verstehen. Nein, finde ich nicht. Doch. Ja, du. Nein, also auch generell glaube ich das nicht. Doch. Also du legst zwei Zahlen hin oder du legst es immer hinten dran. Ja, genau. Und dann gucke ich dann die letzten beiden. Immer. Genau, und dann vergleiche ich die letzten beiden. Und wenn die beiden ja schon passen, ja dann. Ja fuck it, dann passt es ja schon, weißt du? Und erst wenn es nicht. Achso. Ja, oh Gott, ey. Jetzt ja, oder wenn zwei Nullen hintereinander kommen. Was? Ja, das dauert halt dann schon wieder so ewig. Oh, Junge, ey. Logic. Hey, das war ein mega guter Code. Mhm. Ja, was nicht, Mann. Hey, doch. Oh, guck mal, da kommen zwei 14er. Ah, und dann vergleicht er immer wieder. Also ist das ein Problem. Da geht er in eine Endlosschleife. Ja. Ja, dann müssen wir halt if negative, haben wir irgendwo if zero wahrscheinlich. Nein, dann müssen wir einfach, sobald wir verglichen haben, sobald wir etwas austauschen, müssen wir noch unseren Index um 1 erhöhen. Dann vergleicht nämlich nicht mehr die Zahl. Wissen? Jetzt halt die 14, warte. Warte, jetzt. 9, 14. Macht halt immer das gleiche jetzt. Ist ja doof. Wir vertauschen nur 14er mit 14. Ja, dann machen wir, wo machen wir den Index? Guck mal, da nach Zeile 17 einfach Index plus plus. Index. Plus so. Okay, neue Runde. Yay! Was sagst du als letztes Level? Okay, mir auch, danke. Mir geht's gut, danke dir. Auch gut, danke dir. Ja, was sagst du so als letztes Level von so einem Spiel? Wow, cool. Also ja, es ist schon zu leicht, zu schwer. Oder? Nein, also wegen Spionage wäre viel, viel schwerer. Ich sag, das hätte ich so easy hinbekommen. Hä? Hätte ich es einfach gemacht, wie es ich will. Nein, das ist auch nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Also das kannst du versuchen. Ja? Doch. Ja, versuch doch gleich. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme machen soll. Ja, doch, mach.
Nee. Ja, und dann kannst du am Ende entscheiden. 14. Oh, shit, war doch nicht so einfach. Ich zeig's dir, dass es einfach ist. Ich sag wirklich, es ist nicht so schwer. Weil, so wie du, ganz ehrlich, habe ich jetzt schon bei dir einen Fehler drin, check ich halt nicht mehr, was ich ändern muss, so, ne? Das ist jetzt ungelogen dein Code. Ist da jetzt ein Fehler drin, kann ich mit Fehlersuchen nichts anfangen. Weil ich irgendwie in den Schritten, ich wüsste nicht, wo ich hingucken muss, wenn ich überprüfen will. Ja, okay, wenn jetzt wird irgendwie die Zahl richtig rum haben, so, und irgendwie dann die letzte Zahl doch negativ ist oder sowas, und dann gucken wir so, wüsste ich nicht, wo ich hinspringen muss, weil das irgendwie so ein fremder Code ist und da checkt man nichts. Du hast halt noch nie in einer wirklichen IT-Firma gearbeitet. Aber du, und deswegen weißt du das nicht. Ja. Nein, ich weiß, was du meinst, dass man in fremden Code einfach nichts rauslesen kann oder dass es schwieriger ist. Aber ich sage nicht, dass das durch deinen Code besser gewesen wäre. Doch, für mich ja schon. Wenn ich wirklich einfach gemacht hätte, was ja, ich gut, will, dir es erklärt, und dadurch, dass du mehr in der Materie bist, hättest du wahrscheinlich bei mir mehr durchgecheckt, als wenn ich dir halt beim Codebound zuschaue, weißt du? Vielleicht jetzt ausgibt. Und wir haben zweimal dieselbe Zahl drin gehabt, glaube ich. Und trotzdem ist nichts explodiert. Warm. Ja, was sagst du? Achtung, optimiert erst mal. Ich sag Laufzeit doppelt so lang oder so. Oh! Okay. Vierstellig war wahrscheinlich nur die Wand. Ja, wir können uns jetzt noch das letzte Video anschauen. Ja, krass. Ja, nice. Der Sound richtig. Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch. Fürs Durchspielen. Ja, dir auch, danke. Ja, guck mal, da unten noch voll raus. Schön mit Lämpchen gearbeitet und so. Ach komm, fick. Okay, aber wobei. Geht, hier, ne? Da hast du halt gepusht und so. Ja. Programmende, Glückwunsch. Ja, 42. Ja, verstehst du 42? Ja, Antwort auf alles, oder? Ja. Nee, einfach programmieren, Gag. Ja, machen sie. Okay, ich habe nicht mitgelesen. Wir haben sie durch diesen. Okay, man nennt ihn einen Computer. Wir wurden ersetzt. Ja, oder eine Liste von einfachen Anweisungen ab, die man Programme nennt. Okay. Ganz ehrlich, so kann man auf den Boden. Okay. Boah, voll gemein. Wir haben unsere eigene Kündigung geschrieben. Wir haben uns geklatscht. Applaudiert. Alter, Abspann. Ja, ich sag, wir fliegen jetzt vom Hochhaus und sterben. Nein, ich sag. Doch, pass auf. Guck da einfach der Fahrstuhl. Achso, der Fahrstuhl fährt nach unten. Wir fliegen nach unten, wir fahren mit dem Fahrstuhl. Ja, und jetzt ballern. Oh, Alter, jetzt brech ich wieder. Hä? So. Das ist dein Code. Mein Code war der Fahrstuhl. Ja, krass. Was passiert hier? Oh. Sind wir das? Ja, ja. Oh, wir haben graue Haare bekommen. Ja, das ist schon von Anfang an. Nein. Doch. Nein, oder? Doch, ich glaube schon. Das Lied war halt echt cool. Alan Blomqvist. Yeah. Und wir heißen beide Kylie. Geil. Mit yeah. Alice Betty Carroll. Dem Chef, der Chefin. Und jetzt kommen wir. Übersetzer. Jetzt kommen wir. Ah, da ja, bin hat, ich. Hat Spaß gemacht. Gabriele Farina. Ja. Ja, mir auch. Das Spiel. Letzte Level war scheiße, ey. Aber nur weil. Nee, ist okay. Ja, ich hab mich mehr so wie. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich hab mich benutzt gefühlt, wie halt so deine rechte Hand. Ich war so ernsthaft einfach so. Du warst das Brain, ich war der den Code zwar sehr säuberlich geschrieben hat, aber halt. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Das war das Finale. Tschüss. Ciao.